Postschei. Das ist modular. Dieser Kampf ist gar nicht so leicht, denn der Boden ist ein Förderband, dessen Richtung sich ständig ändert. Es ist vor allem mies, wenn die Stachelkugeln immer ganz dicht beieinander losfahren. Das war sehr knapp. Gott sei Dank ist dieser Boss nicht gegen meinen Schuss immun. In Zelda Parallel Worlds ist das halt der erste Boss. Ach! Das war ja mal wieder ein sehr erfolgreicher Bosskampf. Das möchte ich natürlich speichern. Also werde ich diesmal wahrscheinlich auch wieder relativ früh einen Cut machen. Die Blöcke waren aber irgendwie komisch platziert im Bossraum. Der vierte Dungeon aus der Schattenwelt ist die Drachenstatue, die übrigens gar nicht weit von hier entfernt ist. Sie befindet sich im Dorf der Verbannten, an der Stelle, wo in der Lichtwelt der Wetterhahn platziert ist. Ich hatte ganz vergessen, dass der Feuerstab gegen diesen Boss auch relativ effektiv ist. Ach verdammt. Warum habe ich mich nicht einfach in die Lichtwelt zurückteleportiert? Naja, ich habe das ja sowieso bis heute nicht gerafft, was es mit diesen Versuchen insgesamt auf sich hat. Hatte heute aber wieder einen schönen Tag. Ich war bowlen und ich war der Beste von allen. Im Ernst. Im Dorf gibt es auch ein Minispiel, wo wir ein Herzteil gewinnen können. Werdet ihr gleich sehen. Ein Spektor. Jetzt hör auf, dich hinter dem Baum zu verstecken, du hast sowieso keine Chance. Können die knochigen Hühner überhaupt noch gackern? Vielleicht waren die Spielemacher auch einfach zu faul dazu, sich ein neues Soundeffekt auszudenken. Man kann hier immer zwei Truhen öffnen. Mit Save States kann man den Inhalt auch einfach bestimmen. Immerhin habe ich etwas gewonnen. Ich gehe mal eben kurz offscreen. Das ging jetzt überraschend schnell. Da hätte ich die Aufnahme fast gar nicht pausieren müssen. Es gibt hier auch noch jede Menge Rubine in den Häusern zu finden, aber ich habe im Moment so viele, da will ich die lieber erstmal aufbewahren. Vorsicht, man kann sich auch irgendwie selbst in diesem komischen Brunnen
einfallen. Die roten von diesen komischen Echsen können Feuer spucken. Obwohl, ich glaube, das sind keine Echsen, ich weiß nicht, als was ich die bezeichnen soll. Zum Glück sind die nicht immun gegen mein Schwert. In diesem Dungeon muss man erst noch ein entzückendes Mädchen retten, das von einem Dämon besessen ist. Vorher kann man den Bosskampf nicht aktivieren. Ah, Knete.